Ja, ich möchte eine Frage je an Professor Thüm in dieser Runde und an Professor Heilbronner richten. Zunächst Professor Thüm, da geht es um die Interpretation der Genfer Flüchtlingskonvention, wie weit die zu fassen ist. Sie haben ja dieses Stichwort benutzt, es ist nicht so, dass Migranten zunächst in einem Orbit sind und das dann also verwirklichen, eine Wahl eines Landes durch Sekundärmigration. Wir haben andererseits die entgegenstehende Auffassung gehört, dass man mit dem Zuordnungsinteresse der Betroffenen arbeiten soll. Also wenn ich mir das als Prinzip vorstelle, ja, wir haben einen gefassten Bankräuber und der hat also ein Zuordnungsinteresse an dem Geld aus der Bank. Jetzt können wir also uns fragen, wollen wir mit dem Zuordnungsinteresse arbeiten oder nach Recht und Gesetz? Das führt mich zu der Frage, sind Sie auch der Meinung, dass die Genfer Flüchtlingskonvention nicht hergibt per Auslegung, dass Fürsorgeleistungen und Arbeitsmarktzugang zusätzlich zu fordern sind auf Inländerstandard? Und dass keineswegs dort die Rede ist von einem Prinzip gleichgeordneter Verantwortlichkeit, de facto also einer freien Wahl des Ziellandes, einer Migration, die vielleicht als Flucht begann, insbesondere vor dem Hintergrund, dass es in § 31 dort heißt, dass die unrechtmäßige Einreise oder Aufenthalt keine Strafe gegen Flüchtlinge nach sich zieht, die unmittelbar aus einem Gebiet kommen, in dem ihr Leben und ihre Freiheit bedroht waren, und in 33, dass ein Flüchtling nicht über die Grenzen von Gebieten zurückgewiesen wird, in denen sein Leben oder seine Freiheit bedroht sind. Beides also ist nicht der Fall, wenn jemand im Wege der Sekundärmigration durch 7 bereits gesicherte Staaten weiter migriert. Das heißt, würde es sich bei solchen Interpretationen mitnichten etwa um die Erfüllung eines internationalen Standards handeln, sondern um eine überobligatorische Ausweitung, mit anderen Worten nicht um eine Auslegung, sondern eine freie Erfindung. Zweite Frage an Herrn Heilbronner, der in seiner Einlassung Obergrenzen einmal anders von 2016 bemerkt, dass es durchaus umstritten sei, falls wieder eine neue Migrantenwelle irregulärer Migration an unsere Binnengrenzen käme, ob wir nicht sogar im Hinblick auf ein verfassungsrechtliches Gebot der Grenzsicherung einen Grenzübertritt verhindern müssten. Und er sagt dort mit Bezug dem Selbsteintrittsrecht, dass dieses unbegrenzt für Einzelfälle konzipierte Instrument keineswegs anzuwenden sei, insbesondere vor dem Hintergrund des ebenfalls unionsrechtlich verankerten Ausschlusses eines Rechts auf freie Wahl des Ausnahmestandes. Frage an Sie, Professor Heilbronner, würden Sie sagen, dass also dieses für Einzelfälle konzipierte Instrument, das reden wir mal aufs Jahr bezogen, 50, 100, 500, das wären also 1, 2, 3 einstellige Anzahl pro Tag, das wären vielleicht als Einzelfälle zu bezeichnen. Was wäre nicht als Einzelfall zu bezeichnen pro Jahr oder eine Gruppe von Einzelfällen? Nehmen wir irgendeine Zahl, sagen wir doch 890.000. Würden Sie zustimmen, dass dieses dann nicht mehr so zu bezeichnen wäre? Herzlichen Dank. So, ich darf dann auch hier zunächst Herrn Professor Thüm und dann Herrn Professor Heilbronner bitten. Ja, danke, Frau Lindholz. Das war eine vielschichtige Frage, Herr Curio. Ich werde versuchen, den Aspekten gerecht zu werden. Vielleicht vorweg zur Semantik. Also ich persönlich würde Flüchtlinge nicht mit Bankräubern vergleichen. Das war sozusagen Ihr Vergleich. Okay, gut, dann haben wir die Semantik vorab. Zum Orbit-Phänomen. Meine Orbit-Aussage bezog sich konkret auf das Dublin-System. Ein Refugee in Orbit, so wie man es traditionell versteht, ist eine Situation, wo Staaten sich wechselseitig für unzuständig erklären, weil sie sagen, der andere Staat ist zuständig, und der andere Staat sagt dann auch, dass wieder ein anderer Staat zuständig ist, der sich ebenfalls für unzuständig erklärt. Und solch eine Situation droht im Dublin-System mit der vorgeschlagenen Reform nicht, weil es ja einen Staat gäbe, der eine stabile Zuständigkeit hätte, wo ein Asylzugang gewährleistet ist. Die Aussage bezog sich primär erstmal nur auf Dublin. Das heißt, wenn wir jetzt über Kooperation mit Drittstaaten sprachen und darüber reden, welche Anforderungen dort gestellt sein müssen, da muss man umgekehrt natürlich auch sicherstellen, dass in einem entsprechenden Drittstaat gewisse Mindestanforderungen erfüllt sind. Man kann Flüchtlinge, es gibt keine freie Wahl des Ziellandes, aber es gibt
umgekehrt auch nicht das Recht der Staaten, die Flüchtlinge in irgendein Land zurückzuschicken, sondern da müssen Standards erfüllt sein. Und da sprechen Sie in der Tat einen relevanten Punkt an. Es wird häufig gesagt, GfK, ohne dass man dann reinschaut. Und da sind in der Tat unterschiedliche Komponenten drin. Das eine ist das Refoulementverbot. Das ist absolut zwingend, obligatorisches, zwingendes Völkerrecht. Das ist zu beachten, ohne Wenn und Aber. Und daneben gibt es die sozioökonomischen Lebensstandards, die Statusrechte, wo in der Tat die GfK ein mehrstufiges System hat. Und man kann mit guten Gründen argumentieren, auch wenn das nicht unbestritten ist, dass die Rechte der letzten Stufe, da geht es speziell um Arbeitsmarkt, aber auch sozialrechtliche Gleichstellung, nicht obligatorisch sind, sodass man konkret bei sicheren Drittstaaten darauf verzichten kann. Allerdings muss in dem sicheren Drittstaat gleichwohl eine gewisse Statusdetermination gesichert sein. Und nach diesen Konditionen kann man dann einen Flüchtling auch auf einen sicheren Drittstaat verweisen. Das geht aber sozusagen als Gegenstück der fehlenden freien Wahl des Flüchtlings, auch nicht als freie Wahl der Staaten, sondern das muss eingebettet sein in Formen der internationalen Kooperation, allein um sicherzustellen, dass der andere Staat bereit ist, jemanden aufzunehmen, um sicherzustellen, dass der andere Staat nicht seinerseits zurückschiebt. Das wäre ja ein Kettenrefoulement, um sicherzustellen, dass im anderen Staat auch die Mindeststandards eingehalten werden. Deswegen keine freie Wahl, da haben Sie vollkommen recht. Aber umgekehrt, wenn man die Mindeststandards einhalten will, geht es nicht ohne eine Form der Einbettung in internationale Kooperation, die man auch braucht. Danke. Herr Professor Heilbronner. Zur ersten Frage kann ich mich weitgehend an das anschließen, was Herr Thüm schon gesagt hat. Vielleicht nur eine kurze zusätzliche Bemerkung. Es scheint mir ganz eindeutig zu sein, dass aus der Genfer Konvention kein Anspruch abgeleitet werden kann auf Gleichbehandlung bei Sozialleistungen für Asylbewerber. Es wäre meines Erachtens auch ein logischer Widerspruch im Hinblick darauf, dass die Genfer Konvention unzweifelhaft, und das sagt auch UNHCR, kein individuelles Recht auf Asyl gibt. Es macht doch gar keinen Sinn, sozusagen als Primärrecht ein individuelles Recht auf Asyl abzulehnen und dann gleichzeitig also das Refoulementverbot dann über das Recht auf Asyl hinaus zu interpretieren. Es ist vielmehr so, dass eben die Genfer Konvention in der Tat, das hat Herr Thüm ja ausgeführt, dann ein abgestuftes System, wenn jemand anerkannt ist, lawfully im Land ist, dann hat er gewisse Ansprüche. Aber daraus kann man keinen Anspruch ableiten. Man kann auch für Dublin, will ich ganz offen sagen, ich will es auch so hart sagen, wie ich es jetzt meine, meines Erachtens aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 2012 nicht folgern, dass eine Zuweisung an einen Asylsuchenden, an einen zuständigen Staat, ohne jede Sozialleistung, natürlich muss man Krankheit und wenn jemand, ich meine, darüber reden wir jetzt nicht, aber ohne Anspruch auf Sozialleistung, sondern Gewährleistung eines Anspruchs darauf, dass man sicher den zuständigen Staat erreicht, was nicht identisch damit ist, würde meines Erachtens in Übereinstimmung stehen, sowohl mit den völkerrechtlichen Standards als auch mit den allgemeinen Prinzipien des Refoulementverbots. Da sehe ich also keine Notwendigkeit, auch irgendwie mit abgesenkten Sozialstandards zu arbeiten. Es ist natürlich eine andere Frage, wenn Personen sich länger aufhalten. Auch das Bundesverfassungsgericht hat ja eine differenzierte Konzeption sozusagen entwickelt, die ich auch nicht teile. Aber jedenfalls über die Situation hat das Bundesverfassungsgericht nicht gesprochen in der Entscheidung von 2012. Zu den Obergrenzen, Herr Kurin. Also das No-Refoulement-Verbot ist zum Ersten nicht grenzenlos. Es ist grenzenlos im Hinblick auf Artikel 3, was die unmenschliche Behandlung und was Folter betrifft. Es ist mit Grenzen behaftet, bereits nach der Genfer Konvention. Artikel 33.2 hat bekanntlich eine Einschränkung bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit.
und bei schweren Straftaten, also Gefährdung der Bevölkerung durch schwere Straftaten. Es steht nichts drin über sonstige Grenzen, aber wenn man die Entstehungsgeschichte der Genfer Konvention sich anschaut, die Frage, inwieweit was eigentlich passiert in einer Massenzuwanderung, die sozusagen die Grenzen des Staates zum Umgang mit Flüchtlingen, was eine theoretische Situation ist. Ich will die Frage jetzt nicht aufwerfen, ob wir die hätten, aber ist nie diskutiert worden. Es gibt immerhin, ich habe das auch, glaube ich, mal irgendwo mal in so einer Stellungnahme da in der Zeitung gesagt, es gibt immerhin eine UNO-Deklaration von 1967, die ausdrücklich sagt, mit Mehrheit verabschiedet, dass in Situationen von Massenfluchtbewegungen, die also die Staaten vor nicht mehr bewältigende Aufnahmevoraussetzungen stellen, dass das Refoulementverbot eingeschränkt ist und die Aufnahmepflicht, die Verpflichtung nicht abzuweisen an der Grenze eingeschränkt sein kann. Ich glaube allerdings, dass es eine eher theoretische Diskussion ist. Wir brauchen darüber nicht zu reden. Warum braucht man nicht zu reden? Weil das Bundesverfassungsgericht, nicht das Bundesverfassungsgericht, sondern unser Grundgesetz, Artikel 16a Absatz 2 bereits sagt, einen Anspruch auf Asyl hat nicht, wer aus einem sicheren Drittstaat kommt. Das vergisst man ganz gerne in der politischen Diskussion. Aber das ist auch trotz Dublin immerhin eine verfassungsrechtliche Festlegung, die wir damals gemacht haben. Und zu uns kommen im Wesentlichen Personen, die aus sicheren Drittstaaten kommen. Ganz, ganz wesentlich. Sodass ich meine, dass sich die Frage aktuell nicht stellt, sondern allenfalls die Frage stellt, inwieweit ist das mit der Wiedereinführung von Grenzkontrollen im Hinblick auf Dublin, was eine sekundärrechtliche Frage ist und eine Frage im Hinblick auf Schengen ist.